Frage wäre, wie würden Sie sich selbst in 3 Worten beschreiben? Weil es heute passt, sportlich, ehrgeizig, immer ein bisschen auf der Suche nach gutem Lebensgefühl. Ehrlich, motiviert und geradlinig. Oh, das ist immer schwer, solche Fragen. Lebensfroh, sportlich, umgänglich. Mhm. Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ja. Nein, wenn man selbst manchmal zu wenig über sich nachdenkt. Ich bin harmoniebedürftig und leidenschaftlich. Ja. Nummer 2. Ein drittes? Gibt es ein drittes auch noch? Ich liebe Spaß zu haben. Oh, dynamisch, lebendig, aber das ist eigentlich auch, geht in die gleiche Kategorie. Sensibel, willensstark. Dynamisch, sozial und friedliebend. Mhm. Jetzt, wenn man Ihre ganze Karriere betrachtet, was würden Sie sagen, war denn so der schönste Moment, den Sie im Sport erleben durften? Sicher einer der schönsten war mein Finishen des ersten Ironman 2014. Das war schon ein besonderer Moment, mit 2 Prothesen diese Distanz zu schaffen. Das war, war cool, das war schon ganz speziell. Ja, natürlich die Meistertitel mit Rapid, aber auch in der Champions League zu spielen. Mhm. Ja, das waren sehr, sehr schöne Erlebnisse. Aber auch, was die wunderschönen Momente waren mit den Mitspielern, gemeinsame Ziele zu erreichen und jetzt auch noch diese Personen als Freunde zu haben. Mhm. Ja, das ist das Schöne. Ja, es war natürlich Mitte der 90er Jahre, als wir im Europacup-Finale gestanden sind. Der schönste Moment war für mich, dass wir damals 1992 den Aufstieg in die Weltelite geschafft haben mit Österreich. Der schönste Moment war, und das war echt krass, ich habe in Garmisch bei der Abfahrt, wo ich Doppelweltmeisterin geworden bin, ich bin raus aus dem Start, das kann man im Übrigen auch auf YouTube noch anschauen, das Video, und ich habe mir von außen zugeschaut. Und jetzt das Kontrast gesehen, was würden Sie sagen, war so die negativste Erfahrung, die Sie mit dem Sport verbinden? War vermutlich auch, also ich habe im Nachwuchshandball gespielt und das sehr intensiv und damit auch sehr intensiv mit meinen Nachwuchskollegen zusammengelebt und Freundeskreis und sicher durch meine Amputation, 15 Jahre Amputation rausgerissen aus dem Sport. Das war, wenn es auch sozusagen nicht direkt eine sportliche Niederlage ist, aber das ist halt in Verbindung mit Sport das, was mich natürlich am meisten negativ geprägt. Es waren noch positive Erlebnisse dabei, aber war natürlich eine große Niederlage. Ja, auf jeden Fall. Die negativen Erfahrungen waren im damaligen Moment, oder wie es passiert, sind natürlich negativ, aber sie waren die Würze, die mich dorthin gebracht haben, und jeder Niederlage ist einfach so extrem wichtig. Das hört man zwar immer wieder, aber es steckt so viel Wahrheit dahinter. Ja, negative Erfahrungen gibt es viel. Das ist normal im Sport, das gehört dazu. Es war natürlich jede Verletzung. Ich war natürlich auch zwischendurch hin und wieder verletzt. Aber wenn ich die ganz großen Sachen zum Glück ausgelassen habe, es ist, es gibt schwere Phasen im Leben eines Spitzensportlers, wo man entweder als Team oder wo der sportliche Erfolg ausbleibt oder wo man persönlich nicht die Leistung bringt, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und das sind sehr schwierige Momente, aber ich könnte das jetzt nicht an einem festmachen. Also im Sport ist es ganz klar, wir haben uns einmal daheim haben ein Qualifikationsspiel gehabt gegen Weißrussland. Und wir haben daheim mit 11 Toren gewonnen, sind dorthin gefahren, haben geglaubt, wir holen uns das ab, und dann haben wir mit 13 verloren. Totale Enttäuschung, wenn man was nicht geschafft hat, was man sich eingebildet hat, und Verzweiflung und Zweifel an sich selbst, dass man das nicht, dass man das falsch macht, dass man nicht richtig ist, dass man nicht am richtigen Platz ist. Also da gehen ganz viele Dinge durch den Kopf. Abschließend hätte ich noch 3 kurze Fragen, Satzanfänge, die Sie einfach so schnell wie möglich spontan beantworten. Sport ist der schönste und die schönste Nebensache der Welt. Sport ist Freude, Leidenschaft und wichtige Bewegung. Schnell hast du gesagt, gell? Sport ist wichtig. Alles. Pure Freude für mich. Ich bin Fan von Handball. Sport. Rapid. Von im Sportball von Rapid Wien. Ich bin Fan von der Natur. Sport wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren einen Stellenwert gewinnen. Ich hoffe, immer mehr werden und immer mehr in die Köpfe ganz, ganz vieler Menschen kommen. Mhm. Hoffentlich einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft haben, als er heute hat in Österreich. Immer wichtiger werden. Hoffentlich bei jedem mehr. Und als Letztes würde uns noch interessieren, was treiben Sie denn aktuell vielleicht noch für Sport und was ist Ihr Lieblingssport? Mein Lieblingssport ist ganz sicher Schwimmen. Das zweite ist Walken, habe ich gern. Und eigentlich Gymnastik.
diese drei Sachen. Ja. Skifahren. Ja, das Skifahren hätte ich jetzt vergessen. Ja, Skifahren.